Anfang. Also herzlich willkommen allerseits zu unserer deutschsprachigen Führung von der Biennale für aktuelle Fotografie in der Ausstellung Between Art and Commerce. Und zur Info gleich am Anfang, wir nehmen diese Führung auf, aber es ist weder der Chat zu sehen, noch die Teilnehmer. Also keine Sorge, es sind nur diejenigen, die reden, dann am Ende zu sehen. Und wir stellen dieses Video dann auf unseren YouTube-Channel. Und ich freue mich besonders, dass Kim Behm, die Ausstellungskuratorin von Port 25, wo wir heute die Führung haben werden, uns führen wird. Hallo Kim. Und Theresa wird den Chat betreuen. Also wenn ihr Fragen habt, immer gerne Fragen in den Chat schreiben und Theresa wird sie dann einfach weitergeben. Und Konstantin ist auch ein Kollege vom Port 25, der ist auch hier, hat auch ein Rederecht und vielleicht schaltet er sich auch. Das ist schön gesagt. Ja. Hallo. Und genau, ich freue mich total, dass die Crew vom Port 25 hier ist. Und zur Einführung möchte ich ganz kurz zwei Sätze zur Biennale sagen. Und zwar ist die Biennale für aktuelle Fotografie 2020 zu Hause in 6 Ausstellungshäusern in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Und sie ist kuratiert von David Company, dem britischen Kurator, der jetzt beim ICP, beim Institute for Contemporary Photography in New York arbeitet. Und er hat eine Ausstellung kuratiert in 6 Kapiteln mit dem Titel The Lives and Loves of Images. Und ganz grob geht es darum, dass er den Bildern nachspürt, wie sie migrieren, also aus welchen Kontexten sie in neue Kontexte reinwachsen, welche Vorbilder gibt es für Fotografien, welches Nachleben haben Fotografien und wie der Titel auch schon sagt, The Lives, also das Leben von Bildern, aber auch ja, unser Lieben von Bildern, also dass wir so eine ganz tiefe Zuneigung zu Bildern oder Fotografien spüren. Das sieht man ja auch, dass wir halt ständig unser Smartphone in der Hand haben und Fotos machen, zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist es bei diesen Fotografien auch immer so ein bisschen so, dass wir denen skeptisch gegenüberstehen. Und diese weite Spannweite zwischen wir lieben Bilder und wir vertrauen ihnen aber auch nicht wirklich, das versucht er auszuloten in The Lives and Loves of Images. Und das kann man in ganz unterschiedlichen Kontexten natürlich. Und heute befinden wir uns in der Ausstellung Between Art and Commerce. Also wir untersuchen jetzt Bilder, die sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und Kommerz bewegen. Aber dazu wird uns bestimmt auch einführend die Kim Behm noch ein paar Worte sagen. Also übergebe ich an der Stelle und ich werde führen, also beziehungsweise ich werde navigieren und wann immer du irgendwo hin möchtest, Kim, wo ich gerade nicht bin, dann sagst du Bescheid. Ja, zwischen Kunst und Kommerz, das ist natürlich ein weites Feld, das nicht nur für die Fotografie gilt. Es ist gut, dass das Thema mal angesprochen wird in so einer Ausstellung. Wahrscheinlich ist es so, dass bei Fotografen tatsächlich das Thema noch deutlicher ist als bei anderen Künstlern, Malern zum Beispiel, von denen ja auch viele einen normalen Tagesjob haben. Fotografen sind eben einerseits in der luxuriösen Lage, also Fotografie, ihr Medium auch anzuwenden, um damit Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch der Aspekt, wo genau dieser Knackpunkt liegt, weil ja es doch immer noch so eine Erwartungshaltung gibt, dass ein echter Künstler, der lebt natürlich irgendwie auf magische Art und Weise von der Kunst. Und das können ja die wenigsten. Aber das wird immer gerne so ausgeblendet und David Company hat ja in seinem Katalogtext und auch bei seiner Eröffnung immer auf eine Aussage von Walker Evans hingewiesen. Walker Evans ist in einem Interview 1971 gefragt worden, wie man denn so als Fotograf überleben kann. Und er hat 4 Wege benannt, Walker Evans. Einmal, dass man dafür bezahlt wird, dass man Bilder macht und jemand gibt einem dann praktisch einen Auftrag und man führt diesen Auftrag dann aus. Der zweite Weg ist, man wird bezahlt für die Bilder, die man macht. Also das ist dann der eigentlich künstlerische Weg, der Optimalfall sozusagen.
Der dritte Weg ist, dass die Fotografie ein ernstzunehmendes Hobby ist, dass man aber sein Geld auf andere Art und Weise verdient. Und der vierte Weg ist, dass man eben einfach schlichtweg finanziell unabhängig ist. Born rich, wie David Campany dann immer so schön gesagt hat. Ja, und das sind im Prinzip, ja, Walker Evans wurde 1971 gefragt. Dieselben Antworten könnte man heute auch noch geben, 2020. Es hat sich nichts geändert an dieser Situation. Es ist im Moment ja ein sehr brisantes, aktuelles Thema, das muss man auch nochmal dazu sagen. Überall in den Medien geht es um, wie prekär die Lage von Kulturschaffenden, bildenden Künstlern, Musikern, Theaterleuten und so weiter ist im Moment. Und wir müssen uns natürlich alle die Frage stellen, welchen Stellenwert hat denn die Kunst in unserem Leben, in unserer Gesellschaft? Was sind wir denn bereit dafür zu bezahlen, auch damit sich vielleicht an dieser Situation doch mal irgendwas ändert und das Auskommen ein bisschen gesicherter ist für Künstler? Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass dieses Idealbild spitzwegs armer Poet, der da unter dem Regenschirm in der löchrigen Dachstube im Bett liegt, um einigermaßen warm zu bleiben, dass das immer so ein merkwürdig romantisches Idealbild von Künstler ist, aus welchen Gründen auch immer. Also zwischen Kunst und Kommerz, das ist einerseits in der Hinsicht das Thema, das eben jetzt gerade so eine unschöne Aktualität auch bekommt. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, was haben wir eigentlich für Erwartungshaltung, was für Sehgewohnheiten gibt es, wenn wir Bilder angucken, wenn wir Fotografien angucken. Und Fotografie ist nun mal das Medium, das sehr viel in der Werbung eingesetzt wird. Und da gibt es ja so bestimmte Bildästhetiken, die geläufig sind. Du kannst vielleicht einfach mal hochgehen zum Daniel Stier, Jasmin. Also vielleicht so eine etwas schrille, überzeichnete, stark farbige Bildsprache, wie man sie in den Fotografien von Daniel Stier sieht, wobei die ja nicht alle jetzt im Werbekontext entstanden sind, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Aber es geht eben in der Ausstellung genau darum, was erwartet man denn eigentlich von Bildern, die in einem bestimmten Kontext entstanden sind. Also als Auftragsarbeiten oder als freie künstlerische Arbeiten. Ich bewege mich einfach mal ein bisschen. Ja. Jetzt sind wir nämlich nach oben gegangen, also in die Ausstellungsräume von Port 25. Und wir sehen die große Installation von Daniel Stier, die wirklich umfangreich ist, und dann taucht quasi einfach direkt in eine richtig bunte Bilderwelt ein. So, dann haben wir auch, genau, jetzt haben wir eigentlich die ganze Installation umfänglich einmal kurz gesehen. Und ja, wenn du da hinten mal in die Ecke gehst, zu dieser Couch-Garnitur oder auch zu dem, zu diesem, daneben ist noch das schöne Toilettenpapier. Stimmt, das sollten wir jetzt noch uns anschauen, oder? Und die Bürste. Also das, ja, man denkt ja so, klar, das ist irgendwie Werbefotografie bei einigen Aufnahmen. Wenn man dann genauer hinguckt, ist es vielleicht doch nicht mehr so klar. Und genau das ist das, worum es geht in dieser Installation. Also Daniel Stier ist einerseits Fotograf, der für Unternehmen, von Unternehmen beauftragt wird, für Kampagnen Aufnahmen zu machen. Und andererseits hat er auch seine freie künstlerische Arbeit, die aber genau dieselben Bildästhetiken benutzt, sodass am Ende die Resultate nicht mehr wirklich unterscheidbar sind. Und man muss da ganz aufpassen, dass man ihm nicht auf den Leim geht, wobei die Lösung ja nicht da ist. Also es ist ja so, dass er David Campany für die Auswahl dieser Präsentation, More Suggestions for You heißt die ganze Installation, also man ist tatsächlich auch durch den Titel eingeladen zu vermuten, zu raten ein bisschen. Er hat David Campany Bilder zur Auswahl geschickt und der hat dann sich einfach aus diesem Bildkatalog die Ausstellung zusammengestellt
Und angeblich weiß aber auch David Campoli nicht, für welchen, in welchem Kontext die Aufnahmen entstanden sind. Und dann hatte auch der Daniel Stier tatsächlich verraten, dass wohl ziemlich genau 50% der unterschiedlichen Bilder, die wir hier sehen, freie Arbeiten sind und 50% Auftragsarbeiten. Also, und der Daniel Stier hatte auch im Künstlergespräch erzählt, dass die Auftragsarbeiten auch oft so zustande kommen, dass der Auftraggeber ihnen dann Bescheid sagen, ja, wir möchten halt genau diese Ästhetik. Das heißt, es geht wirklich ineinander über. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Unterschiede wirklich erkennen könnte, weil gerade auch bei Auftragsarbeiten diese vielleicht auch künstlerische Handschrift dann durchaus gewünscht ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese Bilder uns auch mal genauer anschauen, wir sehen so eine recht, ja, ich würde sagen, doch, also vielleicht sogar schrille Bildästhetik, aber auch gleichzeitig irgendwie so eine Ruhe vielleicht in diesen einzelnen Arbeiten. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier dieses Porträt anschauen, das ist halt auch sehr clean. Tim, magst du noch was sagen vielleicht über diese Wallpaper, die wir hier im Hintergrund sehen? Ja, das sind ja erstmal so Ansichten, wo man denkt, okay, das ist so eine typische amerikanische Siedlung mit dem Eigenheim. Das andere ist so ein Canyon, Nationalpark, wo man dann so rumfährt. Ich denke, das Erste, wo man drüber stolpert, ist dann tatsächlich dieses kleine rote Auto bei dem Canyon, bei der Landschaft. Weiter rechts. Beides sind eigentlich Fake-Realitäten. Es ist nicht so, wie es scheint. Genau, wenn man nämlich dieses Auto dann genauer anschaut, dann sieht man, okay, das ist jetzt nicht wirklich real, da sind wir irgendwie in so einem, in einer künstlichen Kulisse einfach drin. Und genauso ist es auch bei den Häusern. Es ist letztlich genau das im Groß, als wandfüllendes Format, was er eben auch in den anderen Arbeiten macht. Es ist nicht so, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Es könnte auch ganz anders sein. Letztlich ist es die Aufforderung, vielleicht genauer hinzugucken. Ja. Oder auch ja, zu raten. Oder dass man sich dann auch einfach klar machen muss, ich muss mit dieser Nicht-Lösbarkeit, Nicht-Auflösbarkeit vielleicht auch einfach leben. Es bleibt eine Möglichkeit. Und diese Künstlichkeit interessiert ihn auch. Wie du gerade sagtest, Kim, ist es ja so, dass das hier genau da in diesem Detail ist es schön zu sehen. Das ist ja so eine Art Themenpark oder so. Mhm. Und das ist Pappmaché. Also es ist wirklich ein Nachbau. Und man sieht es an unterschiedlichen Stellen, dass es eben auch um diese Künstlichkeit geht. Ich meine, hier haben wir diese Pseudolandschaft, die wir ja hier auch haben. Es ist halt eben irgendwie alles fake. Dann haben wir so ein Interieur von einem Auto mit so einem McDonald's Pappbecher, also was ja auch immer schon recht entfremdet ist von irgendwie jeder Natürlichkeit. Hier haben wir aus dem Bürokontext, das sind ganz viele Büroklammern, also die dann alle so bunt irgendwie als Ball zusammengefasst sind, hier noch mit solchen Trennern und wo man auch diese Künstlichkeit nochmal besonders schön erkennt, ist bei dieser Hand. Und bei dieser Hand, also ich hoffe, es können alle erkennen, aber ich glaube schon, es ist also wirklich, also tatsächlich überhaupt keine echte Hand. Also man sieht es ja jetzt sogar schon bei diesem kleinen Fensterchen, dass diese Hand ganz anders aussieht. Das ist tatsächlich eine Auftragsarbeit, wie wir von dem Künstler höchstpersönlich wissen. aus einem Krankenhaus in den USA, wo die Anwärter üben können. Erinnere ich mich richtig, oder Kim? Ja,
Das hat er erzählt, genau. Also es ist bei einigen Arbeiten so, wenn man sich jetzt die Mühe macht und guckt, für wen Daniel Stier so arbeitet und man schaut dann auf den jeweiligen Seiten nach, dann findet man zum Teil die Bilder wieder und weiß dann natürlich, okay, die sind dafür entstanden. Ja. Ob man das nun machen möchte, weiß ich nicht. Aber weiß nicht, wie geht's euch, Konstantin? Was ist für dich interessanter? Willst du es wissen oder ist das Rätsel das Schöne? Also wenn man auf seine Internetseite geht, da hat das eigentlich fast schon manchmal selbst entlarvt, weil zum Beispiel die Häuser, die sind bei ihm unter Landscapes zu finden und da gibt es gar keinen Werbekontext. Also seine Internetseite ist eigentlich recht ausführlich, du siehst da eigentlich alles, du kannst auch die ganzen Bilder wiederfinden. Man kann es dann teilweise eigentlich so ein bisschen selbst suchen, was ist denn jetzt echt und was nicht. Das habe ich nämlich auch mal gemacht, das ist ganz interessant. Ich denke, die Suche macht dann schon Spaß. Aber so wirkt die Arbeit natürlich auch, wenn man es nicht weiß, weil darum geht es ja irgendwie. Ja, also, aber das war, genau. Auch, genau, das war auch sehr interessant, als wir mit ihm gesprochen haben, dass ihm auch diese... Ja, also dass ihm das sozusagen auch gar nicht so wichtig ist. Also ihm ist auch gar nicht so wichtig, ein Geheimnis draus zu machen, auch wenn es halt ihm Spaß macht, tatsächlich so vielleicht irgendwie sich selber nochmal zu überlegen, ja, was ist denn da frei und was nicht. Aber er hatte mir auch in einem Gespräch erzählt, dass er so wahnsinnig viel Freude an seinem Beruf hat, weil gerade durch die Auftragsarbeiten kommt er immer wieder an Orte, die er einfach nicht sonst also die sonst für ihn nicht zugänglich gewesen wären. Ich meine, wann sieht man als Normalo schon mal so eine Hand, die halt wirklich frisch irgendwie präpariert wurde, frisch aufgeschnitten wurde? Also mir ist das noch nicht begegnet. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand anders so gegangen ist, aber da hat er wirklich geschwärmt, in was für Kontexten er unterwegs sein kann. Neulich hatte er zum Beispiel einen Goldbarren, einen echten in der Hand. Also das kann ich nur anteasern. Naja, ich denke, es geht schon so ein bisschen darum, auch auf eigentlich die Absurdität dieser Grenzziehung nochmal hinzuweisen. Also das ist ja, es sind nicht die Künstler, es sind nicht die Fotografen, die diese Grenzen ziehen, sondern es sind eigentlich die Betrachter, das Publikum, das so eine Erwartungshaltung hat. Das muss jetzt eindeutig Werbung sein und das ist echte Kunst. Und dass diese Überlegung eigentlich blödsinnig ist, das ist ja das, was hier ein bisschen rauskommt, womit er spielt, ohne es jetzt wirklich didaktisch zu betreiben oder allzu ernst zu nehmen. Aber man stolpert ja drüber und fängt dann, denke ich, automatisch an, ein bisschen drüber nachzudenken. Auch wenn man entdeckt hat... Sorry. Ich wollte nur sagen, bei den Macaroni and Cheese zum Beispiel, die wir da haben noch, hier rechts, da ist es ja auch wieder so, da sieht man noch ein bisschen weiter nach rechts, da denkt man jetzt, okay, das könnte natürlich eine Werbung sein, aber für was? Ja? Und man könnte tausendmal raten und würde es nicht rauskriegen, aber es ist Werbung für Schuhe. Ja, es ist einfach der Hintergrund, den er gebaut hat in seinem Studio, um die Schuhe dann zu präsentieren. Super. Ja, wahrscheinlich sind die Dosen auch nicht mal gefüllt. Entschuldigung, Kim, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Ja, muss man zweimal um die Ecke denken. Ja, ich denke, das ist auch sowas, wenn man da eintaucht in diese Installation und dann eben über irgendeinen Punkt stolpert, sei es jetzt zum Beispiel dieses kleine rote Auto in diesem in dieser Fake-Landschaft, dann wird einem ja klar, okay, vielleicht ist nicht alles das, was ich sehe, hier das, was ich meine zu sehen. Und dann fängt man an nachzudenken. Wir haben ja auch lange vor diesem Apfel zum Beispiel gestanden und überlegt, ist das jetzt ein Foto von einem echten Apfel oder ist das ein künstlicher Apfel? Und da muss man wirklich ziemlich genau hingucken. Das ist ja auch das Schöne daran, dass man eben nicht dieses Flüchtige dann hat, sondern man ist gezwungen, genauer und länger hinzugucken, was man ja im Alltag auch eher selten tut. Und ist es ja auch das, was David Company, also der Kurator, so interessiert, nämlich diese Frage nach, also wie wir den Fotos gegenüberstehen. Also deswegen ist dieses Apfelbild so wunderbar, weil ich würde sagen, also wir haben das zum Beispiel auf eine Tasche gedruckt. Diese Taschen, die kann man auch käuflich erwerben über die Seite biennalefotografie.de. Und das ist ja tatsächlich eine sehr schöne Tasche. Und
ist es ein farbenfroher Apfel und das sieht irgendwie schön aus. Und tatsächlich, hängt jetzt gerade mein Computer, ist es so, dass dieser Apfel aus Plastik ist. Das heißt, also dieses Perfekte ist dann vielleicht auch gar nicht unbedingt so in der Wirklichkeit zu sehen. Aber gleichzeitig habe ich neulich einen Apfel gesehen, der sah einfach auch genauso aus. Der hat, dieser Fake-Apfel hat ja hier sogar eine kleine Druckstelle. Mhm. Also ist es irgendwie ganz schön, auch an diesem Apfel zu sehen, es ist einerseits irgendwie ein farbenfrohes, lebensbejahendes Bild und andererseits schon wieder eins, das uns irgendwie auch ein Stück weit hinters Licht führt. So, sollen wir vielleicht jetzt von Daniel Stier einen Schritt weitergehen zu ganz anderen Produktfotos? Ja. So, wir kommen jetzt zu einer ganz anderen Ästhetik. Und Kim, magst du gleich auflösen, wo wir hier sind? Wir sind bei Hein Gorny. Und eigentlich ist Hein Gorny, das ist in unserer Ausstellung jetzt der älteste, Jahrgang 1904. Stimmt das? Moment mal eben. Ja, 1904. Also alle anderen sind jünger und leben auch noch, Hein Gorny nicht. Aber das ist im Prinzip sowas wie ja, der Ausgangspunkt für all das, was die anderen Künstler in dieser Ausstellung tun. Hein Gorny gehörte zu diesen ganz frühen Fotografen, die sich auch mit der Fotografie als neuem Medium beschäftigt haben und die auf der Suche waren nach einer der Fotografie eigenen Bild- und Formensprache. Viele Künstler haben in den 20er Jahren vor allem mit Fotografie experimentiert. Fotografie war zu diesem Zeitpunkt ja nicht anerkannt als Kunstform, überhaupt nicht. Und gleichzeitig war es eben für die Werbung schon ein ganz wichtiger Faktor, Fotografen, Fotografie. Und Hein Gorny hat auch als Werbefotograf im Prinzip sein Geld verdient, zum Beispiel für Balsen. Wir sehen da rechts im Bild Leibniz-Kekse. Er hatte sein Studio in Hannover. Und in Hannover war in den 20er Jahren, war Hannover künstlerisch sehr weit vorne, also die ganze Avantgarde war dort versammelt, aber eben auch solche Firmen wie Balden oder Pelikan, für die Hein Gorny eben gearbeitet hat. Und das da ist eine Aufnahme für die AEG, also die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Und ja, diese Bildsprache, die wird heute bezeichnet als neues Sehen. Und das ist tatsächlich genau das, worum es geht. Neues Sehen, neu hingucken, die Dinge anders betrachten. Was auffällt an all diesen Fotos, ist eben sind diese Bildausschnitte, dass zum Teil sehr nah rangezoomt wurde, dass es sehr gewagte Bildausschnitte gibt, Details zum Teil. Und dass es eigentlich nicht viel drum herum geht. Also es ist sehr pur und reduziert auf das Wesentliche. Und das ist dann eben ja, sehr stark und bewusst präzise ausgeleuchtet. Also Licht und Schatten spielen eine ganz große Rolle. Der Blickwinkel, der Bildausschnitt. Also die Dinge wirklich an sich betrachten, ohne alle erzählerischen Momente drumherum. Und das, was ich an den Arbeiten sehr mag, also ich habe ja das Glück, dass ich immer noch ab und zu in diese Ausstellung gehen kann und mir alle Arbeiten wieder angucken kann und hoffentlich demnächst auch wieder mehr Publikum kommen kann. Die Formate sind ja sehr klein und trotzdem haben all diese Aufnahmen, diese Dinge etwas wirklich Monumentales. Also sie werden so in Szene gesetzt, dass es trotz eines kleinen Formates absolut gigantisch aussieht. Und das ist, denke ich, das, worum es da auch geht in dieser Inszenierung der Gegenstände. Und was man zu Hein Gorny eben auch noch zu unserem Thema zwischen Kunst und Kommerz sagen muss, dass er diese Bildsprache eben für seine Werbeaufnahmen verwendet hat, aber auch für seine freien künstlerischen Arbeiten.
Also es war wirklich ein Experimentieren mit diesem Medium Fotografie, was ist möglich und wie kann die Fotografie ihren ganz eigenen Weg finden, weg von dem, was die Malerei so tut. Es war ja vorher immer so ein bisschen dieser Konkurrenzkampf Malerei, Fotografie. Manchmal ist es auch tatsächlich bei ihm ein bisschen schwer zu erkennen, was ist das eigentlich? Also deswegen sind wir jetzt nochmal hier bei den beiden Bildern. Und das sind ja vielleicht erkennen, oder vielleicht erahnt man es, das sind zwei Bilder, die so aus Produktionsstätten sind. Und das hier, dieses Bild, das ist aus einer Papierfabrik. Also das hier ist so ein Papierrollen sozusagen. Und das hier, Kim, was kannst du dazu sagen? Durchschlagpapier. Da kann ich jetzt vorlesen, was da steht. Durchschlagpapier in einem Walzwerk. Genau. Also das ist tatsächlich etwas, was auch etliche Fotografen in dieser Zeit gemacht haben, dass die Maschinen, also das Industrielle, so in den Fokus genommen haben, dass aber auch so eine Maschine plötzlich etwas total ästhetisch Skulpturales bekommt. Und das Eigentliche, der Lärm, der Dreck und so weiter, was man ja in diesen Produktionsstätten so hat, das wird da komplett ausgeblendet. Also es wird auch sehr ästhetisiert, das Ganze. Und hier bei diesem Bild, da ist es tatsächlich so, man sieht ja zum einen diese Produktion, hier sitzen ja einmal eine Reihe Frauen, nochmal eine Reihe Frauen, hier hinten stehen nochmal eine Reihe Frauen. Also alle, die am Band arbeiten. Und da hat mir der Sammlungsleiter von Hein Gorni verraten, dass man das auch vor allem auf dem Negativ sehr, sehr gut sieht, dass das auch eine manipulierte Aufnahme ist. Also die haben hier wohl nicht gestanden, so nah dran. Aber so sieht man dann wohl noch besser einfach, dass es ja, eine Fabrik war, wo viele Menschen halt sehr produktiv waren. So. Also auch diese Bilder sind unter Umständen, also nicht nur unter Umständen, sondern die sind halt hochgradig inszeniert. Bis hin zu Bildretuschen beziehungsweise Bildcollagen. Ja, wir haben da vor allen Dingen Bilder aus den 30er Jahren hier in der Ausstellung. Die meisten sind so 30, 31 oder 30er Jahre, weniges Ende der 20er Jahre. Und alles Schwarz-Weiß-Aufnahmen, was bei Hein Gorni aber auch ganz interessant ist, dass er in den 40er Jahren für den Strumpfhersteller Rogo gearbeitet hat. Und die wollten Farbfotografien haben. Und in den 40er Jahren war der Farbfilm tatsächlich neu. Und auch da zeigt sich dann wieder dieses, diese Bereitschaft zum Experiment bei ihm. Mit neuen Materialien arbeiten ist ja ein Riesenunterschied, ob man eine Schwarz-Weiß-Fotografie macht oder eine Farbfotografie. Hat man heute vielleicht nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber in der Zeit. Und hier ist ein also eben noch Schwarz-Weiß-Bild von Rogo. Und das ist ja auch, finde ich, ziemlich schöne Bild, also eine schöne Bildfindung, dass wenn man Strümpfe fotografiert, im Idealfall sieht man die ja nicht, wenn die dann halt getragen werden, dass hier eben diese Hand sich in diesem Strumpf befindet und dann eigentlich nur so einen Schatten wirft. Dass man auch sieht, dass wie fragil eigentlich dieses Material ist. Finde ich ziemlich schön. Daneben die Kragen, kannst du nochmal auf die gehen? Die Krägen, Kräben, Hemdkrägen, Kragen, nach rechts. Achso, Entschuldigung, ja. Ich hatte, ja. Ja, das ist nämlich eines meiner Lieblingsbilder. Kann man nochmal kurz hier ein bisschen zeigen. Weil es eigentlich, es ist erstmal nur Struktur. Es ist hell und dunkel, es sind Strukturen, also Kreise, Ringe. Dann diese senkrechten, dunkleren Felder und erst wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt, dann fällt einem auf, was es eigentlich ist, dass es eben diese Hemdkragen sind, die da einfach in Serie hintereinander, nebeneinander gelegt sind. Also es ist auch sehr abstrakt, es fehlt eigentlich auch die Kekse daneben, die Leibniz-Butterkekse.
Auch da ist ja unheimlich viel mit Struktur, serieller Anordnung gearbeitet. Und dann muss man eben hinschauen, dann liest man natürlich auf der Verpackung, was es ist und auf dem Keks. Das ist schön, weil da sieht man tatsächlich, dass diese Ausschnitthaftigkeit auch so wichtig ist. Das kriegt dann eben dieses Monumentale, von dem du auch gesprochen hast, aber auch so ein bisschen halt was Verrätseltes. Und dadurch eigentlich fast was Ornamentales vielleicht. Mhm. Ja, ausschnitthaft sind zum Teil auch die Arbeiten von Schertens und Evanes. Ich finde, es passt ganz gut eigentlich, zu denen rüberzugehen. Was meinst du, Kim? Genau, also gleich die ersten, die da hängen. Das ist ja auch sehr schön, dass die direkt neben Hein Gorny hängen, also oben. Hier ist Hein Gorny und hier beginnt jetzt die große Installation von Schertens und Evanes. Das obere sind Glühbirnen, das untere sind Seifenstücke. Abgesehen davon, dass es jetzt Farbfotografien sind und das Format deutlich größer ist, aber ansonsten ist es genau dasselbe, dieselbe Bildsprache, die eben auch im Neuen Sehen etabliert wurde. Also dieses In-Szene-Setzen von Dingen, der Ausschnitt, das so nah rangehen, das ist auch schon wieder fast, also dass einerseits der Gegenstand ganz klar zu erkennen ist, aber andererseits ist auch schon wieder in so eine Abstraktion umschlägt. Und daran kann man eigentlich ganz schön sehen, wie wirkungsreich eigentlich diese Fotografie des neuen Sehens gewesen ist. Also das hat schon noch Auswirkungen bis heute. Und bis dahin, dass wir manchmal gar nicht genau wissen, was das eigentlich sein soll. Also hier bei den, genau, bei den Glühbirnen und den Seifen, ich glaube, das ist schon für jeden wahrscheinlich auf dem spätestens zweiten Blick erkennbar. Aber diese beiden Objekte, das ist schon ein bisschen schwieriger zu erkennen, worum es sich dabei handelt. Aber Kim, du kannst auflösen, oder? Naja, das eine sind Gläser mit Strukturen, Mustern und Spitzendeckchen, was da so ein bisschen kosmisch in nichts fliegt. Kann man, glaube ich, ganz gut, also von unten gesehen, bei dem unteren kann man ganz gut sehen, da ist dieses Spitzendeckchen in dieser Blütenform und dann steht ein Glas obendrauf. Und das andere ist da so eine verzierte Glasschale. Genau, im Chat, Glas von unten. Super. Dann frage ich doch gleich mal weiter, was ist das? Ich gebe als Hilfestellung die Bilder, die das gemacht wurde für das Pin-Up-Magazin, heißt Dutch Glaze. Dutch Glaze. Was ist es? Vielleicht kann man es bei dem Foto nicht so gut sehen, eher in der Schublade gegenüber. Das ist eine ganze Bildserie, wo es immer diese spiegelnden, gestapelten Objekte da gibt. Und Maurice Scheltens und Lisbeth Abenes haben ein Zelt gebaut mit blau-weißen Stoffen, auch so Spitzentischdecken oder eben blau-weiße Muster, das, was man eben so als Delfter Porzellan kennt landläufig, und haben diese Gegenstände, diese spiegelnden Gegenstände in dieses Zelt reingestellt, sodass sich das Blau-Weiße eben in dieser spiegelnden Oberfläche widerspiegelt. Und das haben sie fotografiert. Also so ein Spiel mit diesem traditionellen, mit dieser traditionellen Glasur. Super. Und diese Fotografien, die wir hier an den Wänden sehen, in dem ganzen Raum, das sind alles Aufnahmen, die für Werbekampagnen entstanden sind. Aber was Scheltens und Abenes immer tun, ist, dass sie eben ihre Arbeiten auch als freie künstlerische Arbeiten gleichzeitig betrachten.
Also es gibt einen Auftrag, dafür entstehen die Sachen, wie zum Beispiel dafür einen Fliesenhersteller oder einen Möbeldesigner oder einen Teppichhersteller, ganz unterschiedliche Auftraggeber, Modefirmen, und für sich betrachtet sind es eben Stillleben. Vielleicht nochmal an alle, diese ganze Installation, also alles, was ihr jetzt hier seht, ist alles von Sherpens und Evanes. Bis auf das grüne, blau-grüne Quadrat. Achso, bis auf das hier. Gut. Das ist schon Thomas Wunsch. Ja. Ja. Alles andere ist Sherpens und Evanes und diese Arbeiten sind auch immer aufeinander bezogen. Hier in diesen Schubladenschränken sieht man Kopien aus Magazinen. Einmal eben diese Dutch Glaze Serie, die in dem Magazin Pin-Up veröffentlicht wurde, und darüber die Doilies, die auch in für Pin-Up, für eine Ausgabe von Pin-Up waren. Und dann gibt es ja auch unter den Arbeiten total schöne Verbindungen. Da würde ich einfach mal hier rüberspringen, oder? Mhm. Damit du uns da auch nochmal was zeigen kannst. Upsa. Hoppala. Entschuldigung. Das ist der nächste Punkt. Dann muss ich mal kurz hier rübergehen. Also was man bei den beiden immer sehen muss, ist, dass dieser gesamte Raum im Prinzip eine Bildkomposition ist. Man ist drin in einem Stillleben, das die beiden da inszeniert haben. Und das funktioniert auf ganz vielen Ebenen. Also es sind immer die einzelnen Bilder, die für sich stehen können, die in Korrespondenzen zueinander und mit bestimmten Gegenständen im Raum sind. Und dann funktioniert nochmal der ganze große Raum als eins, als eine große Komposition. Und das dritte Bild da hinten von rechts, das ist eine Werbung für die dänische Teppichfirma Quadrat. Das war jetzt das hier? Nein, das ist Fliesen, das andere ist dieses Marmorregal für Müller van Severen und dann nochmal eins links davon, das dritte von links, Entschuldigung. für Quadrat, und da ist so eine schwarze Fläche zu sehen mit diesem orangefarbenen senkrechten Strich, genau. Und das ist ein, ja, so wie so ein Paravent im Prinzip, der hier auf dieser Chrom-Euro-Palette und unter der Chrom-Decke für Paco Rabanne. Dazwischen liegt dieser Wandschirm, der zum Einsatz kam beim Fotoshooting für Quadrat. Und diese auf der gegenüberliegenden Seite im Raum, da steht so ein orangefarbener Stab an die Wand gelehnt. Genau, da ist er. Das ist im Prinzip das Echo dieser orangefarbenen Kante im Bild. Das heißt, diese drei Elemente zusammen ergeben wieder eine Gesamtkomposition in diesem Raum. Mhm. Und das ist was man, wenn man sich da drin tatsächlich aufhält und umschaut in dieser Installation, dann entdeckt man diese Bezüge einfach. Das ist nichts, was einem erzählt werden muss. Also manchmal heißt das ja, moderne Kunst muss immer so viel erklärt werden. Nein, das sind Sachen, die man wirklich, wenn man drin ist und sich umschaut, einfach so ganz beiläufig wahrnimmt. Dann stolpert man darüber, guckt genauer hin und findet dann diese Bezüge. Und dann, in dem Moment, ist man halt auch tatsächlich drin in diesem ganzen Bild und wird Bestandteil letztlich dieses ganzen Stilllebens. Es gibt zum Teil ja auch kleine inhaltliche, vielleicht auch augenzwinkernde Bezüge. Wenn wir uns hier diese Blume anschauen, mhm, und hier diese Bienenkästen, dann brauche ich vielleicht gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Wobei die Bienenkästen nochmal was Besonderes sind. Mhm. Eine totale Ausnahme in dieser ganzen Installation. Alle Arbeiten von Sherpens und Evanes sind total durchdacht konstruiert. Also das ist wirklich ein ganz klassisches Setting, das da aufgebaut wird, wo viele Leute beteiligt sind an so einem Fotoshooting. Das wird dann gemacht und es ist eben nicht jetzt einfach was nur am Computer mit Photoshop entsteht, sondern es ist ganz klassische Fotografie tatsächlich, was die beiden da tun. Stilllebenfotografie, wenn man so möchte.
Und es ist nichts dem Zufall überlassen. Es ist eigentlich alles wirklich vorher überlegt und geplant und dann inszeniert. Bei diesen Bienenstöcken ist es so, dass der Zufall ausnahmsweise doch eine Rolle spielen durfte. Mhm. Darüber sind die beiden mehr oder weniger ein bisschen gestolpert. Und zwar bekommen die ihre Farbigkeit dadurch, dass einzelne Elemente, dass die Imker die einzelnen Elemente untereinander austauschen. Und dadurch bekommen diese einzelnen Bienenstöcke eben ihre Farbigkeiten. Und das ist reiner Zufall und das ist so vorgefunden. Es hat natürlich was sehr Malerisches. Und durch diese Art der Präsentation, also dass es wie so ein senkrechter Filmstreifen vielleicht ein bisschen auch ist, hat es dann gleichzeitig auch was von dieser Zeit. Also dieses, die Dinge sind da, die Dinge verändern sich, man tauscht Sachen aus und plötzlich sieht ja, der Bienenstock dann ganz anders aus, weil plötzlich eine andere Farbfläche dazu gekommen ist. Also das ist eigentlich eine sehr erzählerische Arbeit, wo der Zufall doch mal eine Rolle spielen dürfte. Ja. Ja. So wird jedes Bild, auch wenn es ja, vermeintlich vielleicht ganz abstrakt ist, dann irgendwie doch seine Geschichte zu erzählen. Und da, apropos abstrakt, was für ein eleganter Übergang, kommen wir einfach mal zu diesen quadratischen Bildern von Thomas Wunsch. Schön, dass du sagst, ja, sie sind quadratisch, das sieht man leider in diesem digitalen Rundgang manchmal nicht so ganz. Wir stellen uns ganz gerade vor und dann geht's vielleicht. Ja, Thomas Wunsch ist auch Werbefotograf, Auftragsfotograf, hat um das Jahr 2000 angefangen, abstrakt zu fotografieren. Und das sind Beispiele aus dieser Arbeit. Und er hat dann diese Fotografien an das Label ECM geschickt. Und es gibt, glaube ich, 58 Platten- und CD-Cover von ECM, die eben mit Arbeiten von Thomas Wunsch versehen sind. Er hat aber, das ist wichtig, dieses quadratische Format nicht deshalb gewählt, passt natürlich total gut dann, sondern er hat das gewählt, weil das Quadrat halt keine Richtung hat. Ein Hochformat gibt immer eine Lesrichtung vor, genauso wie ein Querformat und es sollte davon unabhängig sein. Und was er fotografiert, sind eben, ihn interessieren Strukturen. Manchmal hat man vielleicht so Assoziationen an Gegenstände oder reale Dinge, die sind sicherlich auch irgendwie da, sie spielen aber keine Rolle. Also es geht wirklich um diese Strukturen. Die Farbigkeit ist sehr reduziert in diesen Arbeiten. Es sind bis auf die unteren beiden in der Mitte aber keine Schwarz-Weiß-Fotografien, sondern es sind Fotografien, in denen das Rot einfach rausgenommen wurde, sodass es dann so eine grün, blau, graue Farbigkeit gibt, die auch eine bestimmte Stimmung erzeugt. Was natürlich dann wieder zu einem Label wie ECM, wie eben die Jazz und so weiter auch veröffentlichen, sehr gut passt. Also es ist schon so eine gewisse Richtung damit vorgegeben, vielleicht so etwas blaue Stunde, melancholisches, ja. Hm. Ja. Können wir von der Musik vielleicht nochmal zu einem ganz anderen Ansatz kommen? Hm. Nämlich den von Brian Schutmatt. Von Brian Schutmatt haben wir insgesamt 6 Arbeiten und vielleicht zeige ich sie einfach kurz. Ja. Einmal haben wir das schöne Auto, das hier ziemlich verlassen schon eingewachsen ist. Dann diese Zelte und diesen Ausblick über Land, genau. Auf der anderen Seite, ich zeige sie einmal kurz und dann können wir auch nochmal detaillierter reinschauen. Auf der anderen Seite haben wir noch diese 3 Fotografien. Und auf welcher Seite möchtest du bleiben, Kim? Das ist eigentlich egal. Also ich denke, wenn man sich diese Fotografien anschaut,
dann, wenn man dann einfach fragen würde, was ist denn das? Was zeigt der hier insgesamt? Würden wahrscheinlich vielleicht doch einige einfach sagen, das ist Amerika, also die USA. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, worum es auch geht. American Documents heißt ja diese Serie. Und American Documents heißt auch eine Uhrenkollektion von Timex. Timex ist ein altes US-amerikanisches Uhrenhersteller, die ihre Produktion ins Ausland verlagert hatten und dann aber wieder zurück in die USA sind. Und dann ist diese Uhrenkollektion American Documents entstanden und dafür ist Brian Schuchmann beauftragt worden, Fotos für diese Kampagne zu machen. Und er hat carte blanche bekommen, praktisch von Timex. Er durfte eben reisen und der Auftrag war einfach, Land und Leute zu fotografieren, weil Timex eben diese Rückkehr in die USA ein bisschen unterstreichen wollte, auch als Bekenntnis zum Standort und zu dem Land. Das Interessante da, wir waren ja eben bei Thomas Wunsch. Bei Thomas Wunsch war es dieser Fall, dass er Fotografien macht und jemand findet die gut und möchte die in einem kommerziellen Kontext, also als Plattenlabel, einsetzen. Das ist ja so ein bisschen auch ein Idealfall für Fotografen, wenn wir nochmal an diese Aussagen von Walker Evans denken. Bei Brian Schuchmann ist es jetzt so, dass er von Timex beauftragt wurde, ausgewählt wurde, aufgrund seiner freien künstlerischen Arbeit. Und die ist im Moment in der Kunsthalle Mannheim vertreten, in dieser Ausstellung Walker Evans Revisited. Aus der Serie Vessels sind dort Arbeiten zu sehen. Ich bin jetzt einfach mal rübergesprungen. Mhm. Jetzt sind wir in der Kunsthalle. Jetzt sind wir in der Kunsthalle. Digital macht's möglich. Und hier haben wir die ganze Serie. Also gut, es sind nur ein paar Bilder von der Serie Vessels, mhm, aber da sieht man, dass es von der Ästhetik her ganz anders anmutet. Und es ist ein relativ dunkler Raum tatsächlich. Wir haben Schwarz-Weiß-Fotografien und, was wir ja gerade bei der Ausstellung im Port 25 gar nicht gesehen haben, waren Aufnahmen von Menschen. Mhm. Dann haben wir hier eine Person und hier hinten ist auch nochmal eine Person. Also es gibt in dieser großen Serie American Documents, die bei uns im Port ist, wir haben ja nur 6 Bilder, es sind aber sehr, sehr viele Arbeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber die höchste Ziffer hier auf unserer Liste ist die 184. Also es gibt viele Motive und es gibt auch Motive mit Menschen drauf, auch da. Aber wahrscheinlich würde man in so einer Uhrenserie nicht so eine Person sehen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist ja so ein Blick für das ganz Spezielle und Besondere. Und es, auch hier bei diesen Aufnahmen ist ja so eine ganz spezielle Intensität in den Bildern drin, die man spüren kann. Und ich denke, das ist etwas, was eben diesen Fotografen Brian Schuchmann ausmacht, dass er auch in sehr einfachen Bildkompositionen es schafft, eine sehr große, ja, Assoziationsmöglichkeit auch zu bieten. Ja. Es hat schon was, obwohl es so klar und dokumentarisch erstmal scheint, hat es doch irgendwie so einen emotionalen Faktor. Absolut. Und ich denke, dass das vielleicht etwas ist, was eben die Verantwortlichen bei Timex daran so angesprochen hat, dass sie gesagt haben, den beauftragen wir jetzt. Mhm. Und der versucht auch ganz nah an seine Protagonisten jetzt in dieser Serie heranzukommen. Tatsächlich sieht man ja, dass das Personen sind, die eher am Rande der Gesellschaft ja, leben. Und er hat geschildert, dass das ganz oft Leute sind, die trampen oder so, die er dann auf so Autobahnen, Raststätten oder sowas dann anspricht und fragt, ob er sie eben aufnehmen darf. Und das Schöne ist, finde ich, bei diesen Aufnahmen, dass
diese Aufnahmen total würdevoll sind. Also es ist wirklich eine Form der Fotografie, die nichts Ausstellendes hat, sondern eher etwas so Wohlwollendes und Interessiertes am Gegenüber. Mhm. Das ist aber auch gleichzeitig so erzählerisch wird durch diese Landschaft zum Beispiel, die wir hier haben, oder dieses kaputte Glas, das ja auch irgendwie ein Spiegel ist, wo eine Landschaft zu sehen ist, und man kann sich ganz eigene Assoziationen eben dazu machen, und es hat was Erzählerisches, obwohl es halt irgendwie überhaupt nichts Konkretes sagt. Und hier dieses kaputte Fenster, wo dann diese Vorhänge weggeweht werden, ja. Also glaube ich, es gibt Verbindungen zwischen den Arbeiten, und gleichzeitig ist es irgendwie was ganz Eigenständiges. Ja, aber dieses, dass da so viel Erzählerisches drin ist, das finde ich jetzt auch bei den Arbeiten, die bei uns im Port sind. Stimmt. Man guckt sich das an, dieses Bild mit diesem Tor, Ranch, wusch, und schon hat man so einen ganzen Film im Kopf. Ja. So. Wir müssen noch mal, glaube ich, schnell zu unserem letzten Künstler. Gehen wir zu unserem letzten Künstler. Wir haben noch 5 Minuten, ne? Und das ist doch wunderbar. Dann mache ich auch mal eine kurze Tour drumherum, weil dieser große Raum ist komplett diesem Künstler gewidmet. Und da. Richtig. Ja, also es ist viel Platz für wenig Arbeiten, wenn man so will, aber eigentlich ist dieser ganze Raum die Arbeit. Also es sind hier nicht jetzt einzelne Fotografien, die in den Raum gehängt sind und das ist die Ausstellung, sondern das ganze Ding ist eine Installation auch hier wieder. Alles gehört zusammen. Ich frage jetzt einfach mal Konstantin. Ich weiß nämlich, dass der Christopher Williams total interessant findet. Ja, total, das stimmt. Wo hast du aufgehört? Ja, dass der ganze Raum die Installation ist. Genau. Und das ist auch der Grund, warum da oben Modell hängt, weil es immer für ihn so eine quasi Modell einer Ausstellung ist. Also man befindet sich eigentlich nicht mehr gedanklich wirklich, also beziehungsweise man befindet sich nicht wirklich in der echten Ausstellung, sondern nur in der Modellansicht einer Ausstellung, wie er sie vorstellt. Was man jetzt vielleicht beim Rumschwenken schon gesehen hat, hier gibt es viele Besonderheiten. Jeder Rahmen oder jedes Bild ist unterschiedlich groß. Vielleicht kann man noch mal so ein bisschen rumgehen. Also das sieht man jetzt schlecht, man müsste sich natürlich selbst noch mal ein bisschen drin rumdrehen. Ist unterschiedlich groß, obwohl sie teilweise gleich groß wirken. Dann gibt es noch mal Unterschiede in Passepartout. Also er verändert jede Stellschraube, die quasi die Präsentation eines Bildes hat. Passepartout ist, glaube ich, ein Leinenstoff. Stimmt das? Ja. Ja, ja. Ja, und dieses Passepartout, das fällt natürlich jetzt auch nicht auf. Es fällt auch nicht auf unbedingt, wenn man dort ist und wenn man wirklich nah rangeht und von jedem schnell rübergeht, dass man sich das merken kann. Jeder Leinenstoff hat eine kleine andere Färbung und eine andere Struktur. Eigentlich sind wir hier bei einem Künstler, der ja selbst nicht unbedingt sich jetzt als Fotograf bezeichnen würde, sondern eher als Konzeptkünstler. Deswegen finde ich es bei ihm auch immer ganz wichtig, dieser Gedanke. Ich glaube, wir sehen hier Fotografie über Fotografie. Ja, es geht hier nicht die Fotos, die hier hängen, sind keine Werbefotos in dem Sinne, sondern es sind Fotografien, die nach Werbefotografie aussehen. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Titel ein. Mhm. Geh nochmal rüber zur Maske. Das ist, glaube ich, das, wo es am besten funktioniert. Die Maske ist links. Genau. Da spielt er auch immer so ein kleines Spiel. Ah, nee, die weiter rechts, sorry. Ja, da spielt er auch mal so ein kleines Spiel. Die Titel sind unheimlich lang. Ja, und in dem Titel steckt eigentlich so alles drin, was dieses Objekt beschreibt. Das ist sogar ein bisschen zu lang hier für den Bildschirm, glaube ich. Ja, da steht der Preis drin, wie viel diese Maske gekostet hat, die er gekauft hat. Alle Beschreibungen, die bei dem Kauf dabei sind, wenn man sowas auf eBay oder Amazon kauft. Es sieht natürlich in ausgedruckter Form, wenn man das manchmal so kennt, wenn das irgendwie an der Wand neben dem Bild steht oder auf dem Zettel, sieht es sehr ulkig aus, weil man eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wo hört jetzt der Titel auf, wo fängt jetzt das Bildmaß an oder wo fängt überhaupt, wo geht die nächste Arbeit weiter, wo hört die Arbeit auf.
Die Arbeiten sind schwarz-weiß, aber sind, glaube ich, alle recht aktuell, 2012, 2014 irgendwie so. Genau. Ich glaube, bei ihm war es auch noch so, dass man sagen musste, dass er nicht selbst fotografiert, sondern er sich diese Konzepte ausdenkt und dann wie so eine Art Set hat und dort dann andere Fotografen diese Arbeiten fotografieren. Ja. Noch irgendwas? Hast du schon gesagt, dass die zu niedrig hängen? Ja, stimmt. Ja, nee, habe ich nicht gesagt. Kann man natürlich jetzt ein bisschen schlecht sehen im virtuellen Raum. Ja. Aber ich glaube, das ist das, was als erstes auffällt, wenn man den Raum betritt, sich da umguckt, sich vielleicht wundert, warum das da so leer ist. Dann schaut man sich halt um, entdeckt oben dieses Schild und während man so guckt, fällt einem vielleicht als allererstes auf, dass die Arbeiten viel zu niedrig hängen. Und dann ist man schon gefangen eigentlich in dem Moment. Und je länger man da drin ist, desto mehr fällt einem auf, dass da irgendwie so gar nichts stimmt. Und all das, was Konstantin eben gesagt hat mit diesen komischen Textilpasspartouts, dass die noch nicht mal dieselbe Farbe haben und dass dann auf einmal auch in den Arbeiten eigentlich nichts mehr stimmt. Also es ist wirklich, je länger man da drin ist oder je öfter man auch drin ist, desto mehr fällt einem auf, dass die ganze Realität, die man so im Kopf hat, irgendwie ausgedacht ist und dass da nichts mehr hinkommt und alles anders ist. Und dass es trotzdem auch wieder ganz viele, sagen wir mal, Eigenarten dieses Kunstbetriebs dadurch eben nochmal besonders deutlich hervorwert. Und man sieht auch bei diesen irre langen Titeln, und das ist bestimmt auch ein Grund, warum David Company eben Christopher Williams mit in die Ausstellung Between Art and Commerce gebracht hat, nämlich da werden eben auch diese Preise verhandelt. Also es ist eine Reflexion über Kunst, Kunstkontext, Kunstmarkt, Galerien und dieses, was dann auch tatsächlich also physisch erlebbar ist, eben genau mit diesen Aspekten, die du gerade angesprochen hast oder die ihr gerade angesprochen habt. Ja, also das ist im Prinzip genauso wie bei Sheltons und Abeness, aber auch Daniel Stiers Installation. Das sind Räume, in denen man eigentlich sein muss tatsächlich, um sie voll erfassen zu können. Stimmt. Das heißt, wir sind jetzt hier nur in einem digitalen Modell von der ganzen Ausstellung. Wenn wir Glück haben, sind die vielleicht irgendwann wieder einsehbar. Wir wissen es noch nicht genau. Aber ich finde, das ist vielleicht sogar ein ganz schöner Abschluss für unsere Tour heute. Was meint ihr? Ja. Ja, dann können wir jetzt die Kekse auspacken. Können wir die Kekse auspacken? Super. Theresa, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt. Nur noch nach eurem Lieblingsbild. Na, das müssen die Kollegen vom Port sagen. Ja. Und ob wir noch mal eine Führung machen. Aha. Das wäre doch mal was. Ach. Also, worauf ich noch mal hinweisen möchte, ist, es gibt eine schöne siebenteilige Serie, die auch dann auf unserem YouTube-Channel zu sehen ist, also dem YouTube-Channel von Biennale für aktuelle Fotografie, wo Kim Behm auch noch mal die einzelnen Arbeiten vorstellt. Also, wer noch nicht genug hat, kann auf jeden Fall sich auch diese Serie anschauen. Ob wir nochmal eine Führung machen, müssen wir mal schauen, oder Kim? Schauen wir mal. Genau. Und aber natürlich freut uns dieses Feedback total, weil das heißt, wir können davon ausgehen, dass es euch gefallen hat. Und bis dahin überlegen wir uns dann, was unsere Lieblingsbilder sind. Genau, das ist auch eine gute Idee. Für mich, also ich habe ja vorhin gesagt, die Kragen, aber eigentlich ist jede dieser sechs Positionen ist so eigen und hat solche Besonderheiten, dass also ich könnte mich jetzt irgendwie nicht so richtig entscheiden. Ja. Müssen wir ja Gott sei Dank auch nicht. Nee, müssen wir zum Glück nicht. Genau, wenn ihr wollt, dann schaut euch nochmal in Ruhe selber um und dann würde ich sagen, wünschen wir einfach allen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und sehen uns hoffentlich irgendwann auch ganz analog wieder. Vielen Dank, Kim Behm, vielen Dank, Konstantin Weber, vielen Dank, Theresa Kloß. Bis bald. Danke, Jasmin Meinecke. Ciao.